Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu diesem Zeitpunkt und in dieser Rolle als letzter Redner der Debatte und mit diesem hohen Maß an Übereinstimmung fällt es schon ausgesprochen schwer, noch einen kritischen Unterton in die Diskussion zu bringen. Das ist auch nicht unbedingt nötig, aber ich denke, es muss gestattet sein, an den Punkten, an denen dieser doch sehr ausführliche Antrag vielleicht nicht so den richtigen Kern der jetzt noch anstehenden Problemstellung trifft, sich zumindest damit kritisch auseinanderzusetzen. Und wenn die Überschrift des Antrags auch dahingehend lautet, dass die AIDS-Epidemie in Deutschland und weltweit bis 2030 beendet werden soll, gestatten Sie mir, dass ich eine etwas internationalere Komponente da reinbringe, da ich als Mitglied des AWZ schon seit Längerem auch mit dieser Fragestellung mich aktiv auseinandersetzen darf und muss. Und das auch sich dokumentiert, dass ich Mitglied im Verein der Freunde des GFATM bin, wo also Ihre Kollegin, Frau Präsidentin, Frau Wieczorek-Zoll, entscheidende Beiträge für die Fortentwicklung der Arbeit des GFATM leistet. Aber zu dem Hinweis, Herr Petzold, warum kann denn die CDU-CSU-Fraktion diesem Antrag nicht einfach vorbehaltlos zustimmen, kann ich nur sagen, man kann es eben dann nicht, wenn, und das ist nun leider auch wieder in dem Antrag der Grünen passiert, bestimmte Fragestellungen mit Begeisterung ideologisch überzogen werden und dadurch schon ein bisschen ein falscher Unterton in diese Debatte reinkommt. Lassen Sie mich deshalb exemplarisch einige Punkte aufgreifen, die mit Sicherheit sehr wichtig sind. Entscheidend ist eigentlich, dass wir im Rahmen unserer Bekämpfungsstrategie entscheidend darauf abstellen müssen, dass in die nationale Situation in einem untrennbaren Zusammenhang mit der internationalen Situation steht. Die Mobilität der Menschen insgesamt, aber auch die Wanderungsbewegungen aus osteuropäischen Ländern hin in den zentraleuropäischen Raum löst wieder eine neue Infektionsproblematik aus, die nicht nur mit der Aufklärung als solcher, sondern natürlich auch darüber hinaus mit einer entsprechenden Gesundheitsvorsorge bekämpft werden muss. Letztlich darf aber nie vergessen werden, dass alle Maßnahmen auch ansetzen müssen in den Ursprungsländern. Denn nur dann, wenn in den Entwicklungsländern eine Stabilisierung der Gesundheitssysteme stattfindet und vor allen Dingen auch nachhaltig stattfindet, ist gewährleistet, dass eine internationale Eingrenzung der Problematik möglich ist. Und wenn ich dann in den einzelnen Punkten Ihres Antrages unter anderem feststellen muss, dass der Hinweis auf die Oderquote, die Mittelausweisung bei der Prävention oder bei GFATM, aber auch bei den Forschungsmitteln standardisiert auftritt, so sollten wir uns doch zunächst einmal Gedanken darüber machen, an welcher Stelle jetzt tatsächlich eine Mittelunterdeckung vorhanden ist. Das kann die CDU-CSU-Fraktion im Rahmen der Analyse der einzelnen Titel absolut nicht feststellen. Bei GFATM sind wir immerhin die viertgrößten Geber und mit einem Titel von 250 Millionen pro Jahr, glaube ich, ist zunächst einmal, und so ist es auch in der Diskussion erfolgt, eine Strukturierung, eine Weiterentwicklung des GFATM selbst erforderlich und nicht zunächst einmal eine großzügige Aufstockung. Und wenn wir weiter in Ihrem Antrag ordnungspolitische Hinweise im Kontext der Flüchtlingsfrage finden und Sie da entsprechende Veränderungen bei der Abschiebungspraxis oder bei der Gesundheitsvorsorge ansprechen, dann mag das zwar inhaltlich richtig sein, es trifft aber die Zuständigkeiten der Länder und der Kommunen. Und insofern können wir gesetzgeberisch an dieser Stelle überhaupt nicht tätig werden. Letztlich können wir nur durch entsprechende Empfehlungen die Länder animieren, an dieser Stelle nachzudenken. Aber auch bereits jetzt ist bei den Abschiebungen eine entsprechende Berücksichtigung im Rahmen der Einzelfallentscheidung gegeben. Und zum guten Schluss an dieser Stelle der Hinweis auf die Pharmafirmen. Sehr geehrte Frau Schulz-Asche, ich denke, auch Ihnen wird wahrscheinlich, so hoffe ich doch jedenfalls, nicht entgangen sein, dass bereits 12 Lizenzen im Patentpool hinterlegt sind und Boehringer Ingelheim zurzeit auch weitere Verhandlungen führt, um die Lizenzierung der pädiatrischen Formel von Nevirapin an den Pool weiterzugeben. Ich glaube, dass wir auf diesem Sektor hervorragende Ergebnisse leisten. Und ich glaube auch, dass die Erfolge, die bis jetzt verzeichnet worden sind, absolut nicht möglich gewesen wären, wenn nicht aus Pharmaindustrie und vor allen Dingen aus der Privatwirtschaft ganz erhebliche Beiträge geleistet worden sind. Alle
die an diesem Thema verantwortlich arbeiten, wissen um die Dimension der Aufgabe. Sie wissen auch vor allen Dingen um die wissenschaftlichen Problemstellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, in ganz erheblichen Umfange. Und deshalb muss es uns nachgelassen sein, an dieser Stelle diesem Antrag die Zustimmung zu verweigern, weil wir mit dem Papier der Regierung eine hervorragende Grundlage für die weitere Arbeit haben. Es wäre vielleicht ein gutes Signal gewesen, wenn Sie in Ansehung des Regierungsvorschlages den Antrag zurückgezogen hätten. Auch das wäre eine geeignete Möglichkeit eines großen Einvernehmens gewesen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der